In St. Johann im Pongau ist die Kulturplattform eine Kunst- und Kulturnahversorgerin seit nunmehr 15 Jahren. Ihre Gründung geht auf einen Gemeinderatsbeschluss im Jahr 2005 zurück. Das für das heurige Frühjahr angesetzte Jubiläumsfest musste wegen der Corona-Pandemie in den Herbst verschoben werden. Wir feiern aber schon etwas vor und zeigen in unserem Video Ausschnitte aus Gesprächen mit WegbereiterInnen, Regionalpolitikern und Freundinnen und Freunden des Kulturvereins. Bürgermeister Mitterer, Kulturstadtrat Resch und der ehemalige Bürgermeister Denk umreißen, genauso wie Barbara Göbesberger, Friedel Göschel, Richard Reicher, Claudia Selle, Walter Otzlan und der Schriftsteller Ope Zier, was die Kulturplattform für Sie persönlich und für die Region bedeutet. Hören und sehen Sie zunächst und zwischen den Interviews aber das St. Johanna Klarinettenduo Pichler und Gappmeier. Bitte beschreiben Sie ein besonderes Erlebnis, das Sie mit der Kulturplattform verbindet. Ja, bei der Kulturplattform ist es so, dass ich die Kulturplattform grundsätzlich ja von Anfang an begleitet habe können, weil in der Zeit, wo das Kulturleitbild entstanden ist, schon Vizebürgermeister war und dann praktisch mit Entstehen der Kulturplattform die Gemeinde es geschafft hat, eine Örtlichkeit zu sichern. Das heißt, das alte Bezirksgericht konnte erworben werden und wurde ins Haus der Musik umgewandelt. Und da hat jetzt die Kulturplattform ihre Heimstätte gefunden. Und so begleitet mich eigentlich die Kulturplattform seit Bestehen. Also eins war sicher ein besonderes Erlebnis, als mir der Günther Mitterer irgendwo so auf der Straße gesagt hat, die Gemeinde kauft das alte Gericht. Und es gibt dann einen Platz für die Kulturplattform. Das hat mich sehr gefreut und es war eigentlich ein gutes Erlebnis. Das nächste war, wie die eine der letzten Veranstaltungen war, oder einer der letzten Treffen war von unserer Steuerungsgruppe, eigentlich das letzte oder vorletzte Treffen, wie auch immer. Das war bei Max Wirth, die meisten werden es noch kennen. Und da haben wir eigentlich auch praktisch unsere Vorgangsweise besprochen, wie es weitergeht. Und das halt auch ein Thema war, Hauptthema war, vor allem von mir glaube ich auch, dass der Wunsch war, dass wir jemanden kriegen, der fix angestellt, eine Frau oder ein Mann, das betreibt oder das die Kulturplattform steuert. Das haben wir damals nicht gekriegt, das war aus mehreren Gründen nicht möglich. Dann hat es geheißen, okay, wir machen das ehrenamtlich und
ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich habe gesagt, also ich halte mich da ein bisschen jetzt zurück, ich steige aus dem Ganzen jetzt aus, ich habe meine Firma, meine anderen Arbeiten, wer macht's? Dann haben sie ein paar gesagt, wir machen das. Wie macht ihr das? Ehrenamtlich, ja, wir machen es ehrenamtlich. Dann habe ich gedacht, Wahnsinn, die trauen sich was und machen was und haben mich recht gefreut. Und siehe da, 15 Jahre später, es ist viel gemacht worden und gut, hat sich gut entwickelt, sagen wir mal so. Also zur Kulturplattform habe ich insofern einen persönlichen Bezug, ja, weil du, Friedl, ja, du sitzt nämlich jetzt in deinem Büro, genau in dem Büro, wo ich als kleiner Rechtspraktikant vor ungefähr fast 35 Jahren oder mehr, ja, beruflich angefangen habe. Das war ja das alte Bezirksgericht und dein Büro war damals das Rechtspraktikantenzimmer. Daher habe ich da also einen sehr persönlichen Bezug zu dem Haus. Und in dem Raum, wo wir jetzt das Video aufnehmen, ja, das war übrigens ursprünglich beim Bezirksgericht das kleine Gefängnis, was dabei war, das allerdings vor ungefähr 40 Jahren dann geschlossen worden ist. Ja, mit der Kulturplattform verbinden mich so viele besondere Erlebnisse, nachdem ich ja ein Jahreskartenbesitzer bin, dass es eigentlich unmöglich wäre, ein einzelnes Ereignis herauszuheben. Ja, eine der eindrucksvollsten Veranstaltungen, die ich mit der Kulturplattform umsetzen dürfen habe, das war unsere 10-Jahresfeier. Das war für mich so der Gipfelpunkt einer Veranstaltung. Wir haben da ein dreitägiges Fest gemacht. Da waren verschiedene Musikgruppen dabei, da waren verschiedene Poeten dabei, da war ein Festcharakter und ein Aufführungscharakter kombiniert. Es waren ziemlich viele Leute da, es war eine tolle Stimmung und wir haben als unser Team die Vielfalt unserer Möglichkeiten zeigen können und wir haben wirklich ein tolles dreitägiges Fest zustande gebracht. Nachdem ich jetzt seit über 12 Jahren in der Kulturplattform tätig bin, kann ich natürlich kein besonderes Erlebnis in dem Sinn nennen, weil da gibt es sehr viel, aber zwei Meilensteine. Der erste war sicher im Jahr 2008, als wir zum ersten Mal das Herbstlärmfestival organisiert haben. Dann haben wir gewusst, dass wir fähig sind, auf professionellem Niveau so große Veranstaltungen durchzuführen. Der zweite Meilenstein war dann, als im Ende 2018 die Nachricht gekommen ist, dass sie ab Jänner 2019 Kulturarbeiter ausgeht. Wir haben 10 Jahre dafür gekämpft und dafür gearbeitet und das war natürlich dann ein Riesenschritt für uns. Das war ein sehr großer Professionalisierungsschritt, der dadurch jetzt möglich war und seither sind wir natürlich sehr froh, dass sie das, dass wir auf dem Niveau jetzt arbeiten können. Ja, im Prinzip ist mein Lieblings-Generell-Erlebnis immer wieder das Herbstlärm-Festival, wo einfach verschiedene Musiker da sind, ganz viele Freunde da sind, das ganze ein familiäres Fest ist, wo einfach die Vielfalt der Menschen und die Vielfalt der Musik gelebt wird und das immer wieder ein tolles Erlebnis ist. Es ist ein ganz besonderes Erlebnis gewesen, wie ich die Kultur in St. Johann als Stadtrat übernehmen habe können. Und natürlich dann im Zuge dessen auf sämtliche Kulturschaffenden und speziell immer auf die Kulturplattform zugekommen bin und da mit offenen Armen empfangen worden bin und auch wirklich sofort der Kontakt so da war, wo man gesagt hat, man versteht sie, jeder ist am richtigen Punkt. Das ist gar nicht einfach, weil ich kenne die Kulturplattform ja jetzt schon seit ihrer Geburt, sage ich jetzt einmal, oder eigentlich schon vor ihrer Geburt. Und da hat es ganz vieles gegeben, was für mich recht beeindruckend war. Ich nehme jetzt einmal aus der letzten Zeit was raus. Da ist mir in sehr besonderer Erinnerung die Lesung von Reinhard P. Gruber mit der Musik. Und eine zweite Lesung habe ich auch sehr beeindruckend gefunden. Das war die Lesung mit dem Franz Kabelka, also aus dem letzten Buch. Ich bin Begleiter des Bösen oder so ähnlich heißt das Buch.
wo er den, seinen jahrelangen Berater, den er, wie er Krimis geschrieben hat, als Berater gehabt hat, wie er darüber reden, wie auch solche Krimis zustande kommen, wie die Realität ist, die ganze Hintergrundinformation, das habe ich total spannend gefunden. Ich glaube, es gibt kein Gespräch derzeit in Österreich, wo nicht das Wort Corona vorkommt, ja. Und was mir zu dieser Zeit jetzt einfällt, das ist, dass es einfach sehr deutlich macht, dass etwas, was mittlerweile sehr selbstverständlich geworden ist, plötzlich nicht mehr ist. Skizzieren Sie die Rolle der Kulturplattform mit Blick auf die Stadt- und Regionalentwicklung. Ich glaube, die Kulturplattform, und das hat sich schon mit Beginn des Kulturleitbildes abgezeichnet, ist ein wesentlicher Bestandteil auch in der Gesellschaft der Stadtgemeinde und daher auch extrem wichtig. Sie deckt einerseits Randbereiche ab. Wir sind natürlich sehr ländlich strukturiert und haben sehr viele Traditionsvereine mit den Traditionsfesten. Trotzdem hat St. Johann auch ein Angebot im Kulturleben und das verkörpert die Kulturplattform und da sind wir auch sehr froh, dass wir die Kulturplattform in unserer Stadtgemeinde haben. Ich kann jetzt aktiv aus meiner Bürgermeisterzeit von 1998 bis 2003, es hat damals schon mit der Stadterhebung im Jahr 2000, ja, ein Prozess eingesetzt, wo einfach eine gewisse Dynamik entstanden ist und diese Dynamik war zu einem sehr großen Teil auch vom Hans Steinlechner verursacht, weil der in der Gemeinde, obwohl er eigentlich eher Umweltagenten gehabt hat und eben Umweltberater in der Gemeinde war, auch im Kulturbereich unheimlich tätig war und mit einer Gruppe, wo der Hans Steinlechner, der Reicher Richard, der Winter Sepp, die Familie Frauenberger und noch einige andere sehr aktiv waren, die da diesen Prozess, dass reges Kulturleben entsteht von unten mehr, ja, dass also tatsächlich Leute dann gekommen sind, die Neues gegründet haben, die Veranstaltungen kleinere gemacht haben und das hat der Steinlechner Hans eigentlich dann in seiner Aufgabe bei der Gemeinde auch mitgemacht und gebündelt und da hat er großes Verdienst erworben. Dass wir für die Stadt und für die Region ein wichtiger Partner sind, dass wir ein innovatives Programm haben. Das sieht man auf der einen Seite, wenn man unsere Programme sich anschaut und dann unsere Präsenz in den verschiedenen Medien und wenn man dann auch schaut, was für unterschiedliches Publikum wir haben, abhängig von den Formaten. In erster Linie St. Johannerinnen und St. Johanna, das schon, aber sehr viel aus der Umgebung. War auch bei dem Konzept damals schon klar, wir wollen eine Kultureinrichtung finden oder schaffen, die zwischen der traditionellen Kultur und zwischen der, sagen wir mal, der städtischen Kultur liegt, die einfach einen Bereich abdeckt, der damals nicht abgedeckt war in St. Johann. Und ich würde sagen, diesen Platz, diese Lücke gefüllt hat die Kulturplattform, ich finde eigentlich sehr gut sogar. Ich habe damals, wie diese Steuerungsgruppe war, habe ich auch ab und zu angeführt, ob nicht gescheiter wäre. Wir gingen überhaupt zusammen mit Goldeck zusammen als Kulturverein. Nehmen Goldeck, wir beteiligen uns an Goldeck, wir atmen Goldeck mit. Da waren eigentlich alle dagegen. Ich habe es auch akzeptiert und heute bin ich froh, dass wir das so gemacht haben, dass wir alleine aus St. Johann, aus eigener Kraft heraus eine Kulturplattform geschaffen haben. Und ich finde, diese Lücke ist sehr gut gefüllt worden. Für die Stadt- und Regionalentwicklung ist das kulturelle Leben, egal wo es situiert ist, immer sehr wichtig. Also es geht bei den Standortfragen, auch rein wirtschaftlicher Natur, immer auch darum, ob welches kulturelle Leben in diesem Ort vorhanden ist. Vor allem bei hochwertigen Arbeitsplätzen natürlich ist es von großem Vorteil, wenn ein
eine Stadt oder auch eine Gemeinde über ein funktionierendes kulturelles Leben verfügt. Und gerade diesbezüglich ist natürlich ein Veranstalter wie die Kulturplattform von großer Bedeutung. Ja, für mich war so vor vielen, vielen Jahren, wie es den Aufruf der Gemeinde gegeben hat, ein Kulturleitbild zu erstellen, einfach irgendwie der Wunsch nach einem alternativen, mehrspartigen Kulturprogramm wirklich in der Region und im Ort. Und ich glaube, das ist so über die Jahre hinweg gut entwickelt worden, gut aufrechterhalten worden. Und ja, für St. Johann, denke ich mal, ist das eine super Bereicherung und Ergänzung zu dem Kulturangebot, das es sonst im Ort gibt. Ich bin ja Bürgerin dieser Stadt seit ganz, ganz langer Zeit, seit meinem 5. Lebensjahr. Und für mich ist es wichtig, dass es ein breites Angebot gibt. Also möglichst ein vielfältiges. Wenn ich den Kulturbegriff weit fasse, dann kehren für mich die verschiedenen Vereine dazu, die verschiedenen Kulturveranstaltungen und eben auch ein Bereich, nämlich auch junge, alternative, kritische Kunst und Kultur zu vermitteln. Also für eine moderne Stadt hat ein zeitgenössischer Kulturverein in St. Johann definitiv gefehlt. Es hat davor zwar einiges an zeitgenössischem Kulturangebot gegeben, aber zerstückelt auf verschiedenste Veranstaltungslocations und Orte. Und in dem Sinn war das natürlich sehr wichtig, dass man 2005 der Schritt möglich war. Es ist vor allem auch in dem Sinn wichtig, weil eben junge Leute kreatives Kapital oft in Scharen Orte am Land verlässt, um in Städten ihr Glück zu versuchen, und das kann man dadurch ein bisschen abfedern, indem es eben Möglichkeiten gibt. Und das Nächste ist für die Regionalentwicklung, dass eben dadurch, dass es einen Kulturverein gibt mit einigen Mitarbeitern, überregionale Projekte mit eben Partnern in St. Johann umgesetzt werden können. Der Verein hat die klare Aufgabe, ergänzend zum traditionellen zeitgenössische Kultur sichtbar zu machen. Sind Sie der Ansicht, dass das Programm diesem Auftrag gerecht wird? Auf jeden Fall. Ich bin selber hin und wieder bei Veranstaltungen, kann man selber Bilder vermachen, und diesem Auftrag kommt der Verein auf jeden Fall nach, und ich bin wirklich froh, dass es den gibt, und ich hoffe, dass ich dann in einigen Jahren, ja, wenn ich beruflich weniger engagiert
bin und vielleicht da mal in Pension gehe, dass ich in einigen Jahren dann wirklich ständiger Gast fast jedes Wochenende da sein werde. Ja, ich glaube, das Programm kann diesem Auftrag nur gerecht werden, weil es einfach auch ein Teil unseres Kulturlebens widerspiegelt und daher ist es wichtig. Ja, hätten wir die Kulturplattform nicht, würde es diesen Teil nicht geben. Ich kann ja zur dritten Frage sagen, ich glaube, also das zeitgenössische Programm kann man eindeutig sagen, dass die Kulturplattform ein zeitgenössisches Programm bringt. Natürlich kann man überall kritisieren, man kann verbessern, man kann ändern, aber prinzipiell im Großen und Ganzen finde ich, wird der Auftrag eindeutig sehr gut erfüllt. Da muss ich klar sagen, ja. Allein schon die Vielfalt, die wir an Veranstaltungen bieten, die Verlässlichkeit, die Regelmäßigkeit, das Abweichen auch von traditionellen Terminen, nicht nur Samstag oder Sonntag Veranstaltungen zu machen, dann unsere globale Dimension, sowohl was die Themen, die Inhalte betrifft, als auch was die Künstlerinnen, Künstler, unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner betrifft, die belegen das eigentlich ziemlich klar. Also für mich und kann natürlich immer nur für mich sprechen, ist das Programm eine gute Ergänzung zu dem, was es sonst gibt. Es ist natürlich zeitgenössisch. Es gibt jungen und auch älteren Künstlern und Künstlerinnen die Möglichkeit, dass sie da bei uns auftreten und uns am Land die Möglichkeit, dass man das ohne großen Aufwand, um in eine Stadt zu fahren, das auch irgendwie genießen können und konsumieren können und erleben können, was sonst vielleicht unglaublich schwieriger wäre. Ja, nachdem ich doch relativ viele Veranstaltungen besuche, eigentlich immer, wenn ich nicht selbst irgendwo auf einer Bühne mich befinde, kann ich das voll und ganz bejahen. Also es, meiner Ansicht nach gibt es hier keinen Grund zur Klage. Ja, eben die Breitfächerung, die was es da anbietet und nicht nur die externen Künstlerinnen und Künstler da herbringt, sondern auch die heimischen Künstler unterstützt, auch bei sämtlichen anderen Vereinen immer mitwirkt, wenn es gefragt wird. Und das ist für mich natürlich das Wichtigste und ich muss ganz ehrlich sagen, der Satz ist absolut top und man kann nur sagen, bitte macht so weiter. Formulieren Sie gerne Ihre Wünsche an die Kulturplattform. Was fehlt Ihnen und welche Programmreihen sollten in jedem Fall weitergeführt werden? Ich glaube, dass das ein sehr umfangreiches Angebot ist, was die Kulturplattform bietet. Es gibt immer wieder einzelne Veranstaltungen, die gemacht werden könnten, sollten, wie auch immer, aber das obliegt der Führung der Kulturplattform. Man hat immer die Möglichkeit, auch Wünsche zu äußern. Ob sie dann umgesetzt werden, das wird der Vorstand entscheiden. Aber ich glaube, sie haben ein sehr breit gefächertes Angebot. Es wird auch sehr gut angenommen. Und ich glaube, wenn man in diesem Sinne weiterarbeitet, dann ist das sehr positiv. Aus meiner Sicht kann ich nicht sagen, dass noch irgendwelche Wünsche offen sind, weil das Programm ist wirklich so breit gefächert. Ich habe als Rechnungsprüfer im Verein bei unseren Sitzungen immer den Überblick, was veranstaltet wird. Und das Programm ist so umfangreich in alle Facetten. Aus meiner Sicht ist eigentlich da kein Wunsch offen. Wenn mir was einfällt, vielleicht eine Fortsetzung der Friedenstage in einem kleineren Rahmen hier in der Kulturplattform. Wünschenswert, dass hier Diskussionsforum zum Thema Frieden, so wie wir es bei den Friedenstagen alle 2 Jahre immer gehabt haben, dass das vielleicht irgendwo mit abgedeckt werden könnte. Das ist jetzt mehr oder weniger ganz einfach, denn ich muss ganz ehrlich sagen, föhn tut mir im Moment gar nichts. Es ist einfach von euch alles abgedeckt, was machbar ist zurzeit für euch. Es ist natürlich klar, es sind nicht die über ganz große Veranstaltungen, die was machen könnt im Moment, das ist ganz klar. Aber das, was es macht, das macht es mit Herzblut, mit Engagement. Und von daher kann man eigentlich nur sagen, was immer wünscht, macht es bitte so weiter, seid weiterhin für uns so da.
Also im Moment fehlt mir eigentlich wenig, wenn ich spontan an die Programme der letzten Zeit denke oder der letzten Jahre. Und weitergeführt werden sollte meines Erachtens nach im Grunde alles. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass ich es klarerweise als Schriftsteller für sehr wichtig halte, dass hier in der Kulturplattform kontinuierlich Leseförderung betrieben wird, indem man Lesungen anbietet, Begegnungen mit Autorinnen und Autoren und das alles eben nach dem Motto freier Zugang zum freien Wort. Also so wie in Wien Literatur präsentiert wird, wo es eine Reihe von Veranstaltern gibt, die bei freiem Eintritt Literatur vermitteln. Vielleicht könnte man hier noch weiter dran sein, das sehr schwierige Problem der Zusammenarbeit mit Schulen zu verfolgen. Das ist in allen Gegenden Österreichs, aber auch in Deutschland, wo ich bisher aufgetreten bin, ungefähr gleich gelagert. Ganz wichtig ist natürlich auch die Arbeit mit den Kindern. Also das finde ich hier in der Kulturplattform, obwohl wir kein Kind mehr in diesem Alter haben, soweit ich das beobachtet habe, sehr vorbildlich. Also das ist natürlich großartig, wenn bei Ausstellungen begleitend Veranstaltungen für Kinder abgehalten werden, dann eigene Kasperltheater-Vorführungen. Das ist meines Erachtens nach ein ganz wichtiger Bereich. Fehlen kann man es nicht sagen. Fehlen tut dann entweder immer, was man will, oder nie was. Das kann man so oder so sehen. Ich würde sagen, das Programm könnte man vielleicht noch ein bisschen erweitern. Es gibt vielleicht immer wieder Erneuerungen, aber ich habe das Gefühl, dass die Kulturplattform nicht stehen bleibt, sondern sich auch entwickelt ständig. Von den Räumlichkeiten denke ich mal, vielleicht ein bisschen mehr wäre noch besser. Was ich finde, das ganz einfach zu lösen wäre zum Beispiel der Freiplatz, dass man den verbessert, nachdem wir ja jetzt in Zeiten wie diesen auch gerne im Freien, vielleicht noch mehr im Freien uns aufhalten wollen. Wäre schön, wenn der zum Beispiel noch ein bisschen besser eingebunden wäre. Ich bin recht zufrieden mit dem, wie das Programm in St. Johann in der Kulturplattform im Augenblick ist. Das heißt, ich wäre froh, wenn das alles so beibehalten werden kann. Am Herzen liegt mir natürlich die Kinderkultur, das ist klar. Wichtig für mich ist, dass es nach wie vor mehrspartig ist. Und ganz, ganz wichtig ist es jetzt nicht unbedingt nur das Programm, sondern einfach auch als Unterstützung oder überhaupt als Grundvoraussetzung, dass das Ganze so funktionieren kann, ist, dass man Friedl weiterhin als hauptamtlichen Organisator und Arbeiter und Kulturvermittler und alles da haben, weil sonst ohne den schaffen wir es nicht. Also so aus meiner Perspektive habe ich inhaltlich keine Wünsche, aber einen Wunsch, den ich allen Kulturvermittlern, an den ich an alle Kulturvermittler habe, aber besonders natürlich in meinem Interesse an die Kulturplattform, dass sie weiterarbeiten kann, auch nachdem diese ganz besondere Situation jetzt vorbei ist und dass sie einfach weiterarbeiten kann. Ja, Wünsche kann man sich selber natürlich schwer richten, aber wir haben gewisse Ideen und Ziele. Und ein Ziel ist auf jeden Fall eine bessere regionale Koordination und bessere Zusammenarbeit mit anderen Vereinen herzustellen und im Ort natürlich Kooperationen zu gründen und auszubauen. Es gibt schon einige Kooperationen, die haben wir in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut, aber da ist sicher noch einiges möglich und das sind die Ideen und Ziele für uns für die nächsten Jahre. Würden Sie für uns, anderen Menschen, das Programm der Kulturplattform schmackhaft machen? Schmackhaft machen ist in dem Sinn möglich, dass man immer wieder erwähnen und betonen muss, dass wichtig ist, wenn man ein derartiges Programm in der Stadt und in der Region haben will, die Leute das auch nutzen müssen. Das ist wirklich ein Großteil der Arbeit, die eben da reinfließt, dass man sehr viel Werbung macht, viel verbreitet und dann zum Glück der Erfolg der letzten Jahre gibt uns recht, das funktioniert relativ gut. Der zweite Punkt ist, dass eben
wir seit Jahren bemüht sind, uns stetig weiter zu professionalisieren. Und dazu gehören aber immer neue Ideen. Und so gesehen freut es uns immer sehr, wenn Leute zu uns kommen, die sagen, sie würden gern mitarbeiten. Sie hätten eigene Konzepte, eigene Ideen und sie würden mitarbeiten. Das ist bei uns, solange es ins Konzept der Kulturplattform passt, immer möglich. Und man kann vielleicht noch dazu sagen, es ist immer möglich, bei uns was zu lernen. Wir wissen mittlerweile relativ gut, wie man Veranstaltungen aller Art durchführt. Und momentan aktuell versuchen wir uns gerade in Videoproduktionen. Also es ist da, glaube ich, wenn wer interessiert ist, immer was dabei. Natürlich, jedenfalls. Und ich mache das auch. Und ich hoffe, dass ich in Zukunft mehr Zeit haben werde, das noch intensiver zu machen. Ja, ich glaube, die Stadtgemeinde arbeitet sehr gut zusammen mit der Kulturplattform und wir werden auch in Zukunft das weiter so handhaben. Wir werden auch Werbung bzw. Informationen über unsere gemeindeeigenen Informationskanäle spielen, sprich ob Internetauftritt, Facebook oder Ankündigungstafeln. Mehr Unterstützung von Seiten der Gemeinde, glaube ich, ist gar nicht möglich. Und zwar, es ist absolut schmackhaft, weil man sich das herausnehmen kann und herauspicken kann aufgrund von euren über 60 Veranstaltungen, die was in alle verschiedenen Richtungen führen, das was einen interessiert. Ich glaube, dass ich das schon tue, auf meine Art und Weise. Wenn mich da was inspiriert hat, wenn mich da was beeindruckt hat, wenn ich da was Neues gefragt habe, wenn mir einfach eine Veranstaltung recht gefallen hat, dann erzähle ich das natürlich unter Bekannten weiter. Na klar, jetzt habe ich schon so viel Positives gesagt, also klar werde ich, das mache ich auch natürlich und war auch immer jahrelang, glaube ich, ein guter Sponsor dafür. Nachdem ich selber sehr begeistert bin und immer wieder mich freue, wenn ich zu irgendeiner Veranstaltung der Kulturplattform kommen darf und da eben verschiedenste Dinge genießen kann, Freunde treffen kann und ich sowieso ein kommunikativer Mensch bin, empfehle ich es natürlich ständig, wenn ich weiß, es passiert irgendwas, dass ich sage, kommt, schaut euch das an und ich glaube, das wird toll. Ich mache es bei jeder Gelegenheit schmackhaft und ich glaube, dass auch schon einige Menschen meinen Hinweisen gefolgt sind. Aber das ist natürlich immer ein laufender Prozess und der hört ja nie auf, ziehen wieder neue Menschen zu und man muss eben da immer dranbleiben, um das Publikum zu erreichen. Das ist heutzutage insgesamt schwierig, weil wir ja in einer Zeit leben, wo die Konkurrenz so groß ist für die Freizeitgestaltung wie überhaupt noch nie. Also es gibt nicht nur das Fernsehen, es gibt die ganzen Streaming-Angebote. Es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, dass es für Veranstalter natürlich immer schwieriger wird. Aber gleichzeitig merkt natürlich sehr schnell den großen Unterschied zu einer über irgendein Medium vermittelten Inhalt. Somit ist es für mich natürlich von eminenter Bedeutung, dass hier laufend, kontinuierlich hochwertige Programme stattfinden.